So, weiter geht es bei Sternenkind-Saga. Nein, wir müssen Arslan zu Hilfe eilen. Trotz unserer ewigen Streitereien will ich, dass er lebt. Ja, um den kümmern wir uns doch schon. Schauderhaft, ich hätte nicht gedacht, dass uns der Fluch Bergentorns so rasch einholen würde. Ja, ging doch ziemlich schnell, oder? Wir sind immer noch im ersten Kapitel des Spiels, falls das Spiel überhaupt Kapitel hat. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ja gut, dann looten wir das hier eben später. Das da unten sieht auch cool aus, was es auch immer ist. So, dann Zwischensequenz. Arslan! Und er ist natürlich mal wieder verwundet. Da ist der Freunde. Seht ihn euch an. Verwundet. Hilflos wie ein kleiner Welpe. Den stillenden Zitzen seiner Mutter entrissen und den Augen voll wahnerfülltem Hass wartet er auf den Todesstoß. Lasst ihn uns ausschlachten für das Blut aller Karadonier, das auf Bergentoren in der Erde versickerte. Freund Arslan, bei der Liebe des wundervollen Ars, was ist denn nur in dich gefahren? Wieso lässt du es zu, dass der Hass dein Herz so vernebelt? Gib uns die Möglichkeit, an deiner Seite zu streiten, Freund. Wir werden diesen Feind unschädlich machen und dann auf den Rest der Truppe warten. Einverstanden? Du hast recht. Mein Zorn. Der Hass. Ich bin nur ein Sklave meiner Vergangenheit und Erinnerungen. Gefangen in den Träumen früherer Schrecken. Es tut mir leid, Freunde. Naja, ist schon in Ordnung. Es ist ja nichts Schlimmes passiert. Und so ein bisschen Wut kann einen schon mal überkommen. Schaut einfach mal an, wann Rache Ravinia gegen Bärenhut Krill die Orkball spielt da. Oh Gorath, lass es gut sein. Lass uns nach draußen gehen, Arslan, und auf den Rest warten dort. Ihr verweichlichten, närrischen Hasenbäger! Schnell! Er darf nicht zum Angriff kommen! Oh nein! Er hat die Brücke zerstört! Verflucht! Was für ein seltsames Glück, dass sich hier unten ein kleiner Tümpel befindet! Geliebte Torinja! Freunde, das wollte ich nicht. Es tut mir leid. Wir wollten gerade da oben die Kammer looten und jetzt sind wir in irgendeiner Höhle und wissen nicht, ob wir jemals wieder zurück in diese Kammer kommen. Meine Fresse, was für ein Fall! Wo bei den schützenden Schwingen Alkandos sind wir? Im Herz des Feindes, wie mir deucht. Inmitten des flackernden Scheins des Verderbens und... Tiefer in der Scheiße als jemals zuvor, meinst du? Trotzdem, gut gekämpft. Das könnte ich wohl auch dem Wolf sagen, eingedenk dessen, dass ein halbes Gebiss in meinem Arm steckt. Trophäe, Wolfszahn erhalten, erhöht den Schaden gegen Untote um 25. Stark. Ruhe, hört ihr nicht auch diese Stimmen, dieses beständige Murmeln? Arslan, kannst du das zuordnen? Ja, kann ich. Ich mag mich irren, aber es klingt in meinen Ohren recht eindeutig nach dem Gesang einer Beschwörung. Ein wilder Tanz eines Garseish-Priesters, der den Seinen diese Kraft und diese Wut schenkt, die unseren Soldaten stets größeren Blutzoll fordert. Das klingt nicht gut. Wir sollten schnellstens versuchen, wieder zu den anderen zu stoßen und gemeinsam den Feind zu bekämpfen. Einverstanden. Jo, beim dicken Arsch Bargans! Ach, Gorath ist mal wieder für den Lacher gut. Dann lasst uns herausfinden. Dann kehren wir mit gesammelten Kräften wieder zurück. Oder war wieder schon richtig? Das ist komisch. Hier kann ich schwimmen. Bäh, ich hasse diese Höhle. Sie ist kalt, nass und diese glitschigen Flechten hier stinken wie Erbrochenes. Ja, alles klar, Svenja. Der Gesang wird deutlich lauter. Es scheint mit großer Sicherheit von rechter Hand zu kommen. Na gut, das bedeutet wohl, ich kann ja nicht nach rechts gehen, sondern ich muss nach links gehen. Was ist denn hier? Aber... Ah ja, natürlich. Also wenn man von der anderen Seite aus guckt, dann... Ja, dann ist das ja natürlich rechts, auch wenn es auf der Map eigentlich links ist. Na gut. Es ist deutlich zu hören, dass die Beschwörungsgänger aus diesem Raum zu kommen scheinen. Verflucht! Wir sollten herausbekommen, was genau da drinnen vorgeht. Vielleicht kann dieses Wissen unser Leben retten. Außerdem ist es bestimmt recht interessant, was diese feldragenden Bastarde für Zauberkunststücke durchführen. Was willst du, Arslan? Und hör auf, mit den Zähnen zu knirschen. Interessant? Zaubertricks? Ihr jungen, heranwachsenden Narren habt nicht den Hauch einer Ahnung, welche Mächte im Begriff sind, sich unter den tödlichen Krallenhänden des Garseish-Priesters zusammenzubrauen. Verinnerlicht auch endlich, dass diese Garseish wie kein Feind sind, den wir je bekämpft haben. Wir sind stark, sie sind stärker. Wir sind schnell, sie sind schneller. Wir töten effizient, sie kennen noch nicht einmal Skrupel, Reue, geschweige denn Gnade. Die Schlacht ist ihr Metier, das blutige Schlachtfeld ihr Revier. Garseish-Wölfe haben nur eine Schwäche, Feuer.
Doch selbst ihre Urangst vor dem Atem des Alcandor lässt ihren Kampfeswillen nicht ersterben. Und in diesem Raum befinden sich Grauwölfe. Vielleicht die schrecklichste Waffe des Feindes. Grauhaarige, zahnlose alte Wölfe, die mit ihrem eisernen Willen und gelben Krallen Dämonen beschwören. Oder in wenigen Augenblicken Männern das Fleisch von den Knochen faulen lassen. Ich habe das alles gesehen. Ich sah, wie sich die untoten Leiber meiner engsten Kameraden über den Boden auf mich zubewegten. Durchsetzt vom Gestank des Todes. Also, lieber Freund, das ist schrecklich. Es ist schrecklich, was da geschehen ist, und niemand kann dir diese Erinnerung nehmen. Es ist nun aber wichtig, dass wir diese Gefahr unschädlich machen. Diese Gefahr? Mit Sicherheit ja, aber ich gemahne zur Vorsicht. Was schlägst du vor? Ich werde als Späher voranschleichen und die Lage auskundschaften. Dann wissen wir, mit wem wir es zu tun haben. Das sieht so witzig aus. Hör der Gezeiten, Krulle des Lebens, ich rufe euch. Nehmt euch eurer demütigen Priesterin Turianen, die euch Staub und Sterne Leben eurer Großherrlichkeit gewidmet hat. Lasst mich eintreten in den Glanz eurer Macht. Zur Glorie eures beschrittenen Weges leiht mir die Kraft, diesen Weg zu gewinnen. Auf dass eure Kinder dereinst tanzen auf den Schädeln jene, die uns damals den Ton brachten. Lasst ihre Schreie des Schmerzens hinabfahren in das Gefängnis aus Dunkelheit, dem ihr noch eingekerkert seid, dessen Vernichtung wir teilen verbliebene, die noch im Sinne haben. Oh nein, sie planen etwas. In dem Raum befinden sich unzählige Priester, die mit solcher Anzahl Feinden können wir nicht fertig werden. Da ist außerdem eine Art Brunnen, rotleuchtend. Rotleuchtet es aus seinem Grunde. Ein Kohlebecken? Nein, kein Kohlebecken. Das sind Brunnen, in welchem die verlorenen Seelen vor Wutrot lodern und schreien und klagen. In diesen Brunnen haben die Wölfe meine Kameraden fast zu Hunderten versenkt, wenn sie ihrer habhaft wurden. Es geht jedoch keine Hitze von ihnen aus, auch keine Kälte. Nur der durchdringende Gestank nach Blut. Also unterbrechen wir diesen grausigen Chor? In Ordnung. Dann müssen wir schnell hier herausfinden und versuchen, den Rest hierher zu führen, damit wir das Ritual verhindern können. Na gut, okay, dann... ja. Wird's hier wahrscheinlich ausgehen? Komm ich... Die Höhle war zum Glück klein. Ich beschwere mich nicht. Ich hatte jetzt allerdings tatsächlich irgendwie so eine Höhle à la Vampire's Dawn erwartet. Ich weiß auch nicht warum. Das Spiel hier ist ja gut designt zum Glück. Oh, und jetzt sind wir wahrscheinlich... Nein. Aber wo auch immer wir sind... das sind Grabsteine. Werkzeuge. Wir meinen, das ist ein verdammt großes Lager an Bergbauwerkzeug. Sicherlich genug, um einen halben Kriltier Steinbruch mit Ausrüstung zu versorgen. Ich vermute mal, dass sie damit die zahlreichen Bögen und Inschriften bearbeitet und aus dem Stein gemeißelt haben, da die Abnutzungserscheinungen an den Köpfen der Hämmer noch sehr frisch zu sein scheinen. Mit anderen Worten, diese Brut hat sich ja auch noch nicht so lange eingenistet, oder aber sie leben hier schon länger, haben aber erst die letzten Monate mit dem Ausbau des Stollens und ihrer Götzenbilder begonnen. Na gut, dann bekommen wir hier wahrscheinlich denselben Text nochmal, ja, und das ist das, was ich auch schon oft kritisiert habe, dass hier an der Stelle einfach ein Switch gesetzt hätte werden können. Wir waren schon mal hier. Ich möchte mich da ehrlich gesagt auch nicht immer wieder wiederholen. Runen der Garsisch, jedoch ist mir diese Art der Schrift völlig unbekannt. Was auch immer da steht, Haki. Die Schriftzeichen wurden erst vor wenigen Monaten in den Stein geschlagen. So viel ist sicher. Ja, okay, nochmal dasselbe. Schade. Na gut, dann können wir hier unten weiter. Wahrscheinlich nicht. Das ist... Wobei ich sowas natürlich auch cool finde. Na gut, also ich muss zugeben, diesen Bergstollen hier finde ich sogar gerade ganz gut gemerkt. Jungwolf der Garsisch. Ja, wie wohl, wir sind gestürzt. Wir hatten die Garsischwölfe überrascht und obschon sie jung an Jahren schienen, fingen sie sich rasch und jaulten ihrerseits um Verstärkung. Wir wussten, dass mit jedem Augenblick die Wahrscheinlichkeit größer wurde, dass Hilfe für die Jungwölfe erschien, auch wenn durch das laute Zeremonial aus dem Keller kaum ein Laut in das obere des Baus drang, konnte es nicht lange dauern, bis ein Wolf vielleicht misstrauisch wurde. Eile war geboten. Na gut, dann ja. Er hat witzigerweise immer 4 MP zu Beginn des Kampfes. Und das machen wir uns nochmal zunutze. Und schlagen einfach mal auf unsere Gegner ein. Die natürlich auch mal wieder richtig fett Schaden machen. Wir hätten vielleicht doch mal irgendwie auf Verteidigung skillen sollen. Ist jetzt natürlich die Frage, ist das danach wieder weg oder... Ich meine, ich werde es jetzt in dieser Runde sowieso nicht schaffen, deswegen mache ich einfach nochmal Befehlshaber und verlängere das einfach nochmal ein bisschen. So. Na gut, dann greifen wir lieber normal an. 60% Schaden ist nicht so sinnvoll. Aber mit ihm können wir auf jeden Fall eine Wunde reißen.
Oh Mann, ey. Wir kriegen echt dick auf die Fresse, muss ich sagen. Also die Gazish sind schon echt ganz schön stark. Beziehungsweise wir müssen wahrscheinlich, wenn wir jemals wieder ein paar Attributspunkte bekommen... Nach dem Kampf bleibt ein Beutel mit 26 Goldstücken zurück. Hatten wir doch schon mal. Diese Wölfe waren jung an Jahren und hatten wenig mit einem Gazish gemein. So wie wir ihn kennen. Kennen? Du meinst die Beschreibung, wie wir sie von unseren Kameraden erfahren haben? Geschwängert, mehr von der eigenen Furcht waren diese Erzählungen. Damals auf Bergentoren, da sind wir solch jungen Wölfen niemals begegnet. Ansonsten sind die Legenden über blutsaufende Bestien unter den Wölfen alle wahr und sogar noch von Untertreibung geprägt. Wie dem auch sei, diese Leichen hier müssen sofort verschwinden. Andernfalls wird unser Eindringen rasch entdecken. Ja, klasse, und wohin? Es gibt viele dunkle Abgründe und Felsspalten hier. Ich übernehme das. Juhu. Ich wollte die Kadaver eigentlich noch looten. Na gut. Dann speichere ich erst einmal wieder ab. Schaue in diesen Schrank. Leere Fächer. Aber Eisenspannreste am Boden der Regale. Und dies bedeutet... Gorath schien augenscheinlich sehr stolz auf die Tatsache zu sein, etwas zu wissen, das sich keiner von uns im Moment erklären konnte. Doch Svenjas wütendes Zischen brachte ihn schnell auf den Boden kriegerischer Tatsachen zurück. Bärenringer, Spatzenhirn, wir haben nicht die Zeit zum Rätseln. Los nun! In diesem Schrank wurden Unmengen an Eisenstiften gelagert, sind feucht geworden und haben mir rostige Abdrücke hinterlassen. Es heißt also, dass die Wölfe hier viele Dinge gebaut haben müssen. Das ist natürlich auch interessant. Gorath ist kein so großer Idiot, wie man denken würde. Oh. Das ist, glaube ich, auch nur noch ein Jungwolf. Diese blöde Entdeckungslust, diese Gier, einfach nur durch die Gegend zu stöbern und zu kämpfen und zu looten. Ich gucke mir alles an. Gütige Mutter Torinia, eine Schlachterei der Gazish. Unglaublich, wirklich unglaublich. Aus militärischer Sicht ist dieser Schweinekolben eine Meisterleistung von Tarnung und Täuschung. Wieso denn das? Wollen Sie auf dem Schwein in die Schlacht reiten? Nein, selbstverständlich nicht. Dadurch, dass die Essenstechnik durch diese kleine Schweinezucht bei rationierten Portionen weitestgehend autark sind, ersparen sie sich die Jagd in den Wäldern um Eichengrund herum. Und das heißt zum einen, dass sie sich so nicht in den Wäldern herumtreiben und dadurch auch nicht gesehen werden müssen, und zum anderen, dass kein Jäger der fehlende Wildbestand auffällt, der zweifelsohne beim ungezügelten Appetit der Wölfe zutage treten würde. Holy shit, was sind denn das alles für Sherlock Holmes? Ohne Witz, Mann, also... Jeder von den vier ist irgendwie super smart, muss ich schon zugeben. Müsste denn trotzdem nicht deutlich mehr Schweine hier sein? Die paar aus dem Dorf reichen doch nicht, oder? Wir wissen auch nicht, auf wie viele Dörfer der Goblins oder Menschen diese Wölfe Druck ausüben oder sie nachts bestehlen. Nein, aber das werden wir im Laufe des Spiels noch herausfinden, da bin ich mir ziemlich sicher. Hautreste, verfaultes Fleisch und darüber der atemberaubende Gestank von Kot und Urin. Kot und Urin. Mein Lieblingsduft. Diese Wölfe lassen allem Anschein nach wirklich nichts bekommen. Hier finden sich weder Knochen noch Innereien. Es ist allgemein bekannt, dass die verfluchten Wölfe eine Heidenangst vor Feuer zu haben scheinen. Dabei sind sich die selbsternannten Gelehrten nicht sicher, ob es am spirituellen Ursprung des Feuers als Atemalkandos liegt oder, wie manche Zyniker gerne behaupten, schlichtweg an der guten Brennbarkeit ihrer räudigen Pelze. Ja, warum nehmen wir uns das Feuer nicht mit? Ein langer, blutbeschmierter Schlachttisch und allerlei Werkzeug zum Ausweiden von Tieren. Werkzeug durchsuchen. Oh, das sieht mir doch ganz brauchbar aus. Das gehört ab nun mir. Bronzedolche und Lederrüstung. Gütige Mutter Torinia, das riecht wie in der Schlachterei meiner Großeltern. Fleischreste und Innereien, die Fellreste. Du scheinst dann wohl den Vorrat für die Jungwölfe. Was? Du scheinst dann wohl der Vorrat für die Jungwölfe zu sein. So, genau. Ich hatte jetzt eigentlich, war jetzt gedanklich schon weiter und wollte eigentlich nochmal kurz hier in das Menü reinschauen. Er muss scheinbar sein Sternzeichen-Amulett tragen. Ist es aber auch ziemlich gut. So, sie kann natürlich... Sie hatte noch keine Lederrüstung. Warum? Na gut, dann hatte sie eben noch keine Lederrüstung aus irgendeinem Grund. Er hat aber schon eine. Und... Okay. Er trägt Dolche. Okay, interessant. Tja, hätte ich ihn vorher mal irgendwie equipped, dann hätte ich das wahrscheinlich schon gewusst, aber nein. Es erklärt auch, warum er am wenigsten Schaden macht. Aber na gut, dann schauen wir doch mal noch hier hinten zu diesem anderen jungen Wolf. Zu diesem kleinen jungen Wölfchen und töten ihn dann wahrscheinlich auch. Oh, mir ist das mehrere.
Erkandor, hilf! Eine Schreinerei der Gersisch. Diese Bastarde lernen schnell. Zu schnell, wenn du mich fragst. Lass diese Welt nicht lebendig entkommen, aus ihren Knochen bauen wir uns neues Werkzeug! Ah, ja. Ah, super. Drei Stück ist echt ganz schön hart. Wütend stüffelte der Handwerker der Gersisch in der Luft, während die beiden Jungwölfe blutgierig und lüstern ihre Nüstern blähten, als könnten sie den Duft unseres Blutes bereits schmecken. Ja, da Haki wie immer 4 Aktionspunkte hat, macht er Befehlshaber. So, Svenja hat jetzt auch nur 4, das reicht leider nicht aus. Legt 3 Aktionspunkte wieder auf und erhöht den Angriff für eine Runde. Dann mache ich einfach mal gezielter Schuss. Ich versuche erstmal die Jungwölfe zu töten. Boah, das hat ordentlich Schaden gemacht. So, er hat was. Doch, genau. Lebenshauch kann er schon machen. Genau, ich immer nach unten klicken, wenn ich zu Gorath will. Das habe ich mir leider immer noch nicht gemerkt. So, Gorath hat wahrscheinlich noch nicht genug Blutfuhrer. Die nächsten 3 Angriffe regenerieren 20% von Gorats Lebenspunkten. Wow, das ist stark. Mache ich einfach mal. 154, ich bin nicht überrascht. 135, nein, nicht überrascht. Nochmal 135, na gut. So, dann kann er eigentlich auch schon wieder fast heilen, ne? Aber hat er gar nicht genug MP für. Genau, dann greife ich einfach mal nochmal mit ihm und mit Svenja an. Ich muss langsam schon mal einen... ich hätte mich nochmal buffen sollen. Das war jetzt echt dämlich. Das war jetzt... Ich muss das eigentlich jede Runde machen. 2 Runden heißt ja eigentlich effektiv nur eine Runde in dem Spiel. Also eine Runde für Haki, 2 Runden für alle anderen. Juhu, ich habe es direkt beim ersten Mal geschafft, Gorath anzuvisieren. Ich fühle mich so stark. Und Gorath hat sowieso nochmal ein paar Trefferpunkte regeneriert. Ja, gegen 2 Wölfe geht es natürlich schon wesentlich besser. Dann macht er wie immer Befehlhaber oder Befehlshaber. Ja, und dann denke ich mal, können die anderen mal dick reinklatschen. So, kann er irgendwas Cooles machen. Er könnte Lebenshauf machen. Warum habe ich das eigentlich gemacht? Warum habe ich ihm das beigebracht? Das sind alles so sinnlose Attacken. Na gut, dann reiße ich mal hier dem eine Wunde. Damit der wenigstens schon mal ein bisschen was verloren hat. Ich hätte den anderen Wolf ja sowieso nicht mehr tot bekommen. So, dann macht Haki wie immer Befehlshaber. Es ist eigentlich so lächerlich, dass ich immer wieder Befehlshaber machen muss. So, sie macht Revitalisierung auf sich selbst. Und er hat mal die Ehre, den da hinten anzugreifen. Und Gorath auch noch. So. Okay, dann müsste ich mich jetzt theoretisch durchsmashen können. Nachdem ich nochmal Befehlshaber eingesetzt habe. Wow. Okay. Die alten Wölfe halten auch nicht so viel mehr aus. Nach dem Kampf bleibt ein Beutel mit 15 Goldstücken zurück. Immerhin etwas. Wahrscheinlich müssen wir dann auch die Leichen noch irgendwie entsorgen. Welches Geheimnis umgibt euch? Warum ihr? Seid ihr so jung und menschlich? Ja, da bin ich auch mal gespannt drauf. Das ist ja eigentlich auch das Witzige. Wir haben eigentlich noch überhaupt keine Hintergrundinformationen. Außer, dass diese Gersisch eben da sind, dass es die gibt. Das sieht auch doof aus. Hier hinten ist die Höhle dann einfach nur groß und weit. Aber es ist scheinbar ungenutzt. Dieser Hass. Wenn ich die Zeit nur hätte, eure Leiber zu verstümmeln, um euch jede Rückkehr und jedes Paradies zunichte zu machen. Ist okay, Arson. Unglaublich. Das scheint eine ganze Hausapotheke der Gersisch-Handwerker zu sein. Ich finde das schon fast unheimlich, wie sehr das hier einer beliebten Schreinerei in Kretje ähnelt. Ich würde schwören, dass die Gersisch vor einem Jahr noch nicht diese Fähigkeiten hatten. Was willst du damit andeuten? Noch nichts, mein Freund, noch nichts. Egal, was diese Bastarden hilft, mag auch uns helfen. Also lasst uns mitnehmen, was für uns nützlich sein könnte. Okay, das war jetzt gerade irgendwie schwieriger zu lesen, als es eigentlich war. Wir bekommen natürlich einige nette Sachen. Diese Kisten sehen aus wie frisch angefertigt. Es scheint, als würden die Wölfe all ihre Gegenstände des täglichen Gebrauchs selbst anfertigen. Mit Sicherheit ein weiterer Beweis ihres Ansehens, unentdeckt zu bleiben. Eine mit einem komplizierten Schloss versehene Truhe. Genau. Kunstfabrizierte Werkzeuge. Es scheint, als hätten die Gersisch sie mit allerlei Blutmagie belegt. Fett. Uralter Helm gefunden. Cool, den müssen wir noch identifizieren. Deswegen war der jetzt wahrscheinlich auch so rot. Diese Kisten sehen aus wie frisch angefertigt. Okay, das hatten wir schon. Ja, ich finde es aber irgendwie komisch, dass sie
dass sie hier gar nicht mehr... Uraltes Schild, uralt... Ah, das müssen wir alles erst noch identifizieren. Okay, wir haben einige Sachen zum Identifizieren. Das ist ja ganz cool. Ja, also, dass sie die Leiber, diese toten Kadaver nicht weggebracht haben, finde ich auf jeden Fall ein bisschen komisch. Aber na gut. Natürlich eine weitere Sequenz. Ihr Götter! Oh, es sind Gob... Oh nein! Was für ein riesengroßer Staudamm inmitten dieses Berges! Ich weiß ja sonst nie viel, aber eine Sache kann ich euch mit Sicherheit sagen. Die Wölfe haben diesen Damm nicht angelegt. Was macht dich da so sicher? Schwer zu sagen. Also zum einen befinden sich auf dem Holz zahlreiche Handwerkerruhen der Goblins. Davon abgesehen, dass diese kleinen Kröten Klauen und feige sind, haben sie sehr geschickte Hände und großen Fleiß. Allerdings widmen sie ihre Meisterstücke und Werke ihren Geistern und Ahnen. Und so erkenne ich einige Zeichen auf dem Staudamm, wohl als Runen für Wassergeister wieder. Dieselben Runen habe ich vor Jahren auf einigen Booten der Goblins gesehen. Das Holz des Damms ist außerdem schon mehrere Jahrzehnte alt. Kein Wunder, dass diese Goblins so emsig damit beschäftigt sind, die morschen Bauteile auszutauschen. Seltsam, warum sollten die Goblins das Wasser hier oben stauen? Wohl um in den Besitz einer Höhle zu kommen, oder so etwas in der Art. Ich argwöhne einen weitaus perfideren und gemeineren Plan dieser Höllenmaden. Sie haben das Wasser absichtlich gestaut, um den Siedlern der Geistersteppe, im wahrsten Sinne des Wortes, das Wasser abzugraben. Oh ihr Götter, was für ein grausames Spiel. Welche Hinterlist, welche Tücke. Über Jahrzehnte schon gilt die Geistersteppe als verflucht und niemand wagt sich an diesen Ort. Und letzten Endes war es das Werk dieser kleinen, räudigen Bastarde, die sich in ihre bepelzten Fäustchen lachen und sich freuen, dass sich kaum Wanderer an diesen Teil des Landes wagen, aus Furcht vor einem nicht existenten und ominösen Fluch. Ja, das Problem nur ist, dass wir an diesem Bauwerk nicht so ohne weiteres vorbeikommen. Es wäre auch unklug, nun tiefer in den Berg hineinzugehen. Wir haben keine Ahnung, wie viele Gase hier noch herumtreiben. Sei unverzagt, Svenja. Wir werden einen Weg nach draußen finden. Komme, was wolle. Still, still! Hört ihr das? Schritte, zahlreiche Schritte. Das kommt von unten. Das heißt, die Priester kommen von unten herauf? Wenn dem so ist, dann stehen wir denkbar ungünstig, Freunde. Los, weg hier! Los, wir verstecken uns da, wo sie uns garantiert niemals sehen können. Sieht gut aus, Freunde. Sie sind an uns vorbeimarschiert. Bedeutet also, wir haben oben mit Sicherheit zahlreiche bestätigte Feinde. Und in den unteren Stockwerken nur noch ein paar Priester. Das gäbe eine böse Überraschung für diese Mistkerle, wenn ihre Priesterschaft plötzlich tot wäre. Wir sollen wehrlose Priester überwältigen und abschlachten? Missverstehe meine Absichten nicht. Diese Priester sind alles andere als wehrlos. Sie sind eine gefährliche Waffe. Und letzten Endes ist es ihr Intellekt und ihr Hass, der die Soldaten Greyakirs vorantreibt. Also, kommt ihr mit, oder soll ich alleine gehen? Ich komm mit, hier sitzen wir nur eh nur in der Falle. Einverstanden. Wenn wir die Priester lebendig bekommen, dann haben wir mit Sicherheit einige Antworten zu erwarten. Nun, in Ordnung. Na gut, das bedeutet also wieder den Weg nach unten finden. Das war ja... Wo war denn das? Okay, ich glaube, ich muss ja einfach... Ja, ich bin doof. Ich muss ja einfach nur nach rechts laufen. Da oben werden wir ja wahrscheinlich erstmal nicht mehr weiterkommen. Ich kann ja einfach mal kurz einen Blick nach oben werfen. Mal schauen, was da für eine Sequenz kommt. Bist du von Sinn, Haki? Da oben sind bei weitem zu viele Gegner. Wir wollen versuchen, einen Priester gefangen zu nehmen. Also ich habe da oben gerade eben gar keinen gesehen. Das war einfach nur... Das ist hochgezoomt und da stand überhaupt keiner rum. Weder ein Goblin noch ein Garsesh. Aber na gut, dadurch, dass ich einfach mal vermute, dass mich hier eine etwas längere Sequenz erwartet... Und der Part ja schon, naja, 24 Minuten dauert, weil ich jetzt noch ein bisschen rumquatsche. Mache ich hier für heute erstmal Schluss. Wir sehen uns dann morgen bei Sternenkind-Saga wieder. Und dann heißt es mal wieder, wir jagen Wölfe. Aber diesmal keine normalen Wölfe, sondern Garsesh-Wölfe. Und nicht nur normale Garsesh-Wölfe, sondern Garsesh-Priester. Also, bis dahin.